Und dann nehmen wir jetzt einfach direkt am Anschluss wieder hier ran auf. Super. Aber ich glaube, die Gegner wurden ja weggeclearet, insofern ist ja kein Problem. Die spawnen ja nicht nach wie in Dark Souls. Ja, und damit sind wir auch schon wieder zurück Ja, bei Torchlight. ich muss noch erklären, was passiert ist, weil ich Bei habe deinem den schönen Rest wahrscheinlich Absturz. rausgeschnitten, Nein, weil wir ich da wollten noch ziemlich zum. Probleme Ah, verdammt, wir wollten noch zum mit hatte. Warpoint. Egal. Ach so, egal. So, auf jeden Fall muss ich noch erklären, was passiert ist, weil anscheinend habe ich die Internet-Connection so verloren, dass ich immer online war, aber nicht online Gut, du war. hast gerade so Sehr geleckt, schön. dass man kein Wort bei mir verstanden hat. Das Also, ist mir so egal. nochmal mit meinen Worten, er hat einen doppelten Login gehabt, deswegen, weil er nicht registriert hat, dass er aus dem Spiel rausgekickt wurde und dann hat er versucht, sich einzuloggen und es ging nicht mehr und naja, ist auf die Seite gegangen, hat sich da ausgeloggt. So. Ja, jetzt rushen wir durch. Egal, ob da noch Monster sind oder nicht. Wahrscheinlich sind hier keine mehr. Ich sehe, hier sind nichts. Hier ist gar nichts. Aber auf jeden Fall hatte ich jetzt ein paar Probleme damit. Finde Was ich ich gut nicht auf so jeden schön Fall. finde. Fand ich sehr schön. Ja. Du stehst schon wieder bei mir in der Wand drin. Finde ich gut. Also ich sehe dich laufen. Das ist schon mal Nee, aber du Fortschritt. bist gerade tatsächlich, glaube ich, gegen die Wand gelaufen. Ich bin gegen die Wand gelaufen. Ich bin viel weiter vorne. Okay, gut, dann lecke ich gerade. Du läufst gerade irgendwo bei mir, irgendwo hinter mir, irgendwo rum. Also hinter mir laufen Gegner lang. Ah, okay, gut. Aber ich sehe, wo es lang geht. Ja. Sehr schön. Und ich bin schon bei der nächsten Ebene. Ich nicht, ich laufe noch. Tja. So, mal sehen. Das ist ja jetzt nicht so schwierig, hier lang zu laufen. Also finde ich. Also es ist die Herausforderung meines Lebens. So, hoffentlich bist du nicht gleich wieder tot auf dem Boden. Ah ja, jetzt sehe ich dich auch Aber du bist richtig. rein. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht brauche ich länger mit dem Ding zu laden und dann hat er Probleme. Sowieso Keine gerade alles Ahnung. so laggy hier, ey. Das gibt's ja Ja, nicht. ich weiß auch nicht. Irgendwas ist los. Du hast ja auch nicht um 5 Millionen Hintergrundprogramme noch Ich laufen. habe Hier gar kein kein Hintergrundprogramm. Upload, Ich habe kein Skype, Download. Torchlight und das war's. Okay, gut. Und mein Aufnahmeprogramm. Pff, whatever. Nö. Also nichts, Whatever. was sonst noch irgendwie Internet sieht. Und ich meine, mein Internet ist auch nicht so schlecht, Der würde einzige ich mal Vorteil sagen. übrigens daran, dass ich jetzt gerade den Weg hier nochmal laufe, ist, dass ich das ganze Gold mitnehmen kann, was ich die ganze Zeit liegen gelassen habe, weil ich zu faul war, es Ja. anzuklicken, indem ich rüberlaufe. So. Ja. Ja. Schon wieder aus dem Gebiet raus, du aller Ja. Schnellrenner. Ja, ich habe ja meine Fähigkeit, schnell zu laufen, ne? Ja, natürlich. Ja, klar, natürlich. Ah, Du jetzt bist bist du mit drin. deinem Equipment unter 25%. Ja. Oh Mann. Diese ganzen Dark Souls-Referenzen hier. Von meiner Seite. Sag mal, wieso Ja, geht's von denn da deiner Seite. unten? Wieso ist denn da unten dieses komische Skelettloch? Also dieses Loch mit einem Skelett drin. Weiß ich nicht. Ich bin ja weiter weg Hat hier. sich ja auch ganz tolle storytechnische Begründungen nicht. Natürlich. Es gibt Mord dahinter. Natürlich. So. Aua. Also ich laufe weiter. Einfach alles ignorieren. Mein Wolf kümmert sich schon drum. Mein Geld. Fleischwolf. Ey, wo bist du denn? Ach, da hinten bist du. Ah, okay. Und weiter. Ey, du, so 5 Meter immer hinter dir die ganze Zeit. So, und hier haben wir irgendwo, hier haben wir uns verloren. Hier war es. Gut, jetzt kommen Monster. Ich Monstren. glaube, ich bin wieder ein bisschen weiter ist in die falsche Richtung gelaufen und so. Ja. So, ich Und bin hier ja ist gleich aber die da. Ich bin ja Straße. gleich da. Ich sehe ja, wo du Ah, bist. jetzt bist du da. Gut. Ah ja, da hatten wir uns irgendwo verloren. Ja gut, finde ich Warum nett. sind hier keine Gegner? Weil ich die weggeklärt habe. Ich bin auch schon weitergelaufen. Ach so. Du hast sozusagen ja deinen Spielstand gespeichert und meinen nicht. Das finde ich Ja, gut. deswegen, weil du bist doch rausgegangen. Du bist doch offline gewesen. Ja, komischerweise Ja, wurdest du bei mir als Dings angezeigt. Egal. klar. Ich meine, wenn du offline gehst, dann ist logisch Au. irgendwie. Ach so, So, warte. natürlich. Sie greifen sich gerade gegenseitig an. Ich renne jetzt hier einfach wirklich nur durch, weil das Ach kleine so, Viehzeug, das nein, bringt doch nichts. nein. Hallo, Gargoyles, 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 Gargoyles. Ich habe ein bisschen zu viel aufgespart, nein. Du hast ein bisschen zu viel aufgespart. Finde ich gut. Ja. Bam! Ah. Oh, aua! Hilfe. Ich spawn mal die 8, die macht das schon. Und die 9 noch dazu. Weil, und so. Hier, guck mal, der macht das schon. Ich kümmere Ah mich da ja. nicht drum. Das ist nicht mein Belang. Ach so, Ich natürlich. habe Jetzt nicht hast du genug Pokal. Mana. Sag mal, Ja. ja, jetzt konnte ich erst endlich die 6 machen. Au. Wieso denn? Ich meine, ich habe jetzt gar nichts mitgekriegt davon, dass du irgendwie da gerade Probleme hattest, weil das war auf einmal alles weg. Ja. Ja, ist auf einmal eines weg. Ist gut. So, noch ein Knochenwächter. Aber hier ist nichts. Das ist ein Dead End. Wow, hat es richtig gebracht.
Ja. Sonst sie so angestrengt haben. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Hier, bam. So. Hat es jetzt Schaden reingehauen? Ich weiß es nicht. Kann man nochmal. Erinnere ich mich an was, ne? Du erinnerst dich an irgendwas? Finde ich gut. Ja. So. Ah ja, guck mal. Oh, sie fliegen aus Sachen raus. Du bladiger Imp, was? Frage mich, wie das große Finale denn aussehen wird. Ich weiß ja immer noch nicht, was wir hier eigentlich machen. Aber ich gute Story. Ich glaube, da kann man ein bisschen drauf kacken. Aber ist ja grundsätzlich so. Also Diablo, die Story ist ja auch jetzt der Oberknüller. Hat zwar nette Cinematics und so, aber ja. Hier ist die Story unglaublich. Ich habe sie schon verstanden, nicht? Irgendwas ist da. Oh, Treppe nach oben. Ja. Oh, Treppe nach oben. Das irgendwas ist da, aber Treppe nach oben ist viel wichtiger. Ich weiß auch, dieser Typ, ja, der jetzt die ganze Zeit hier vorgequatscht wird, der Alchemist oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was das ist oder was der macht. Oh, oder was, hier was ist der Boss. Oh mein Gott, ich hätte es nicht erwartet. Und rein. Mann, ey, ich sehe dich immer nicht. Du bist schon über 5 Kilometer weiter vorne als ich. Und ein Drache. Ein Drache, ein verkackter Drache. Hast du das gesehen? Der Schatten hat, den Schatten haben wir gerade gesehen irgendwie. Tag und Tag und Tag hier, bam. Oh, jetzt. Ja, Drache. Wo Drache? Ah, da Drache. Schon wieder. Glaubt man ja gar nicht. Okay, versetzt. Oh, natürlich. Aua. Bist du da, Drache? Nee, der hat gerade nur einen Feuerball übergespuckt. Oh ja. So, ich spawn mal kurz meine Null. Ich finde den Boss gut, wenn man ihn nicht treffen kann. Ich spawne kurz meine Nulpe. Ey, guck mal. Schon wieder einer. Guck mal, diese komischen Gargoyle-Vieh. Nee, diese. Wie heißen die Dinger? Ich hab keine Ahnung. Diese Scheißsohle. Scheißsohle. Boah, wie die immer überall herhüpfen. Was soll denn das? Ich finde gut, wie ich einfach hin und her was auch immer werde. Oh, jetzt. Guck mal, Vyrex. So, und jetzt mache ich den hier. Guck mal, da. Hier, nimm meinen Hammergolem. Ich verpiss mich. Hallo, Hammergolem? Ah ja, guck mal, da macht er irgendwas. Ja, ganz besonders toll, finde ich super. Hier, komm, das hier kannst du auch schlucken. Was immer das ist. Mein Hammergolem. Der macht ja richtig Sachen hier. Der findet sich sicher ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob der sterben kann, aber der macht schön Damage. Ich glaube, der macht mehr Damage als ich. Ach ja, stimmt. Ich könnte auch mal. Einfach mal. Au. Archmage. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Hallo. Hey, hör auf damit. Ah. Ich will dir Schaden machen. Ich finde gut, wie der die ganze Zeit. Ein Mage, du weißt schon. Ach so. Der geht immer dahin, wo der Gegner ist. Das heißt, egal, ob der auf dem Bildschirm erscheint oder nicht. Ja, finde ich gut. Super. Jetzt, ich spawn wieder mein komisches Viech hier und mein komisches anderes Viech und mein ganz anderes Viech. So, hier, da, Schluck. Also ich sehe jetzt nicht, wo hier die Schwierigkeit liegt. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Ja. Wir kriegen zwar Damage rein bis zum Abwinken, aber das stört uns nicht so wirklich, habe ich so einen Eindruck. So, dumm. Okay, langsam. Hey, ich konnte meinen Hammergolem gleich wieder spawnen in 19 Sekunden. Ja, okay, er geht auch immer die ganze Zeit auf mich. Ja. Ja. Schön. Finde ich gut. Aber nichts dagegen. Hallo. Also ich einigermaßen eigentlich schon. So, nochmal vorbeidriften, kurz meinen Hammer auf den Boden geklöppelt. Das geht schon. Ist Vyrax tot. Und tot. Ja. Vyrax besiegt. Dragon Slayer. Finde ich schön. Ah. Loot. Ich habe irgendwas geklickt. Ihr habt mehr Ruhm erhalten. Ich bin erstaunlich. So, hier ich habe keinen Ruhm erhalten. Ich bin voll ruhmlos. Guck mal, Geld. Gold. Ja. Und Gold. Und goldenes Geld. Und güldenes Gold. So, das war's. Schöner Boss. Okay. War schön. So. War schön. Dann zurück zur Stadt? Oder wo geht das hin? Keine Ahnung. Oder zur Oberfläche. Oder zur Oberfläche. Zur Stadt oder zur Oberfläche? Ich weiß nicht, vielleicht war es anscheinend total unnötig. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt Nebenquests machen oder Hauptquests oder so. Ich möchte eigentlich Hauptquests machen, aber. Whatever. Imperiales Lager erstmal, um zu gucken, vielleicht hatte da jemand eine Quest. Ich porte mich direkt zu dir. Der ist ja Imperiales Lager. Also ja, genau. Aber ich stehe dann direkt bei dir. So, da hinten ist eine Quest. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen einfach weiter. Ja, die Quest können wir nicht abgeben, egal. Wo, wir können die Quest nicht abgeben. Warte mal kurz, ich muss kurz mal gucken in mein Inventar, deswegen, weil ich habe extrem viel Crap dabei, solltest auch mal deinen kurzen Crap wegschmeißen. Aber hier können wir die abgeben. Fokus 52. Ich habe einen einzigartigen Helm gefunden. Der braucht Fokus 52. Wenn ihr da sowieso was abgeben könnt, dann, was soll's. Okay, das ist, glaube ich, so die letzte Quest, die es überhaupt gibt.
Finde ich gut. Warte mal, ich bin 48. Also ich bin nicht 48, ich bin Stufe 48. Du 47. Heißt, wenn ich jetzt noch ein Level abkriege, dann kann ich den Helm ausrüsten. Das finde ich gut. Hey, wieso? Das ist ja ein tolles Gebiet, neues. Mit ganz vielen Leuten und ganz viel Kram. Und ich habe irgendwelche Quests angenommen. Lager. Und noch eine Quest angenommen. Quest angenommen. In die Finsternis. Oh, ich glaube, wir sind dem Endgame nahe. Und einen Kieferbrecher habe ich gefunden. In meinem Dingensens, in meinem Teil. Hast du im gemeinsamen Lager ein Medaillon von Mr. irgendwas? Nein. Mistcon? Nein. Von der Mistcon? Ich habe Viraks Herzfeuer habe ich als Dingensens, als so einen komischen Gegenstand. Zwergenholz, bla bla, als so ein Teil, was man irgendwo reinstopfen kann. Oder Stufe 36, aber es ist trotzdem besser, ja, als das. Ich habe einen legendären Helm gefunden. Ich kann meinen scheiß Helm irgendwann abrüsten, wenn ich einen Stufenaufstieg habe. Den habe ich bald. So. Ich nicht. Ich kann mir nicht irgendwo Seelen für Dinge ziehen. Einzigartige Stangenwaffe. Ich würde gerne meine Seele verkaufen und dafür ein Level abkriegen. Geht es? Oh, wenn's mir nee, ich habe eine einzigartige Stangenwaffe gefunden, ja. Und ich habe die ganze Zeit eine einzigartige Stange dabei. Ja, natürlich. Oh Mann. Sie ist so einzigartig und so. Nee. Gut, wir gehen zur Quest. Ich gehe jedenfalls. Hier hinten ist Reto, der Kartograf und Felicia. Wie auch immer das ist. Ich habe einen Bla. Er hat auch einen. Ja, okay, gut, lassen wir das. Och. Entschuldigung. Och. So, wenn das jetzt die letzte Sache ist, dann sollten wir jetzt immer durchrennen und direkt zum Boss eiern. Durchrushen, ja. Ja, natürlich. Lass uns mal probieren. Lass uns mal einfach einmal probieren, hier komplett durchzurushen, ohne Gegner zu besiegen. Geht das? Ja. Meinst du, das kriegen wir hin? Ja. Gut, dann machen wir das. Ja. Also ich weiß, run, Volt! Run! Hey. Ja. Love Forest! Das ist falsch. Oh, fuck. Falsch. Ich will doch nur ein paar Leute sammeln. Ja, dann. Oh, es war auch falsch. Geil. Hier, ich hab den richtigen Weg. Folge mir einfach. Ja. Ignoriere einfach alles. Oh, wow. Ja, was ich mache, ist ganz einfach alles erkunden. Das ist natürlich mein Ziel. Ja, ja klar. Ich renne gerade einfach nur. Ich renne mein Leben. Aber komischerweise, ich hab noch kaum Schaden rein. Verdammt. Nee, doch, so. Ist richtig. Hä? Ah, doch, ist richtig. Lustig. Au. So. Bin ich gut. Ey, der hat sich zu mir gezogen. Ey, das ist gerade irgendwie so im Kreis, habe ich so einen Eindruck. Oh, ich habe den Aufzug nach unten gefunden. Gut, ich folge dir einfach. So, das Gebiet, kein Gegner geslayed, also kein Gegner umgebracht, finde ich gut. Ich bin voll der Pazifist Aufzug hier. Nach unten. Sehr schön. Also, ich muss sagen, dieses Gebiet war wirklich schwer. So, natürlich, wir verkacken natürlich gerade, was leveltechnisch und so angeht, aber, also, ich meine, da wir sowieso gleich sterben werden, ja. Schauen wir einfach mal. Vor allem, ich habe sowieso den Eindruck, dass sie viel zu OP sind für den Boss am Ende. Ja? Ja, aus irgendeinem Grund scheint mir es so. Oh, ein Bossgegner. Nein, ich möchte nicht angreifen. Ich habe... Und... Hä, wieso macht die mir so wenig Prinzipien. Damage? Ja, ich habe Prinzipien, genau. nee, hier ist, so ein Miniboss. Ich ändere... Oh, das ist doch ein Miniboss. Gibt's ja nicht. Egal. Okay. Gut. Oh, ich habe den Aufzug nach unten gefunden. Ja, toll. Ich bin gerade langsam, weil ich verwirrt bin. Oh, ey, was du da hinter dir herziehst, ist ja wirklich geil. Ich bin schon im nächsten Gebiet. Ich finde gerade, also, ja, dieser Dungeon, also ich muss ja sagen, der... Ja, da bist du wieder. Ja. Der geht richtig ab. Der geht, Entschuldigung, Leute, es tut mir gerade echt leid. Also, aber sagen, wir versuchen gerade mal ein bisschen das zu ignorieren, dass hier Gegner sind. Ja, ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Bisschen. Oh, guck mal, hier hinten geht's lang. Aber ich habe weniger Damage gekriegt, als wenn ich die bekämpft hätte. Finde ich gut. Ja. Hey, ich habe den Boss gefunden. Der Alchemist. Und jetzt werden wir richtig verkacken. Der Alchemist? Ja. Wir sind was? Beim Alchemisten. Ich habe ja gesagt, das ist die letzte Quest. Finde ich gut. Wenn der mal laden würde bei mir. Aber voll episch. Wir sind richtig gut. Ich hätte eigentlich noch ein Level-Up gerne gehabt, damit ich meine Mütze ausrüsten kann. Aber... Oh Mann. Oh, jetzt bin ich da. Jetzt hat nämlich mein Internet wieder geholt. Ja, hat gerade wieder ein bisschen geleckt hier, Skype und so. Aber anscheinend bin ich trotzdem ein bisschen disconnected. Ist ja geil. Mal sehen, was gibt's hier? Ich laufe hier gerade einfach nur... Oh, es gibt hier irgendwie fünf... Hä, wieso sind hier so viele Millionen von diesen komischen Warp-Points? Oh, Skype. Ja, da hat sich Skype wieder aufgehängt. Finde ich gut. Ich hoffe, das recovert sich wieder. Ansonsten müssen wir gleich wohl eine
neue Aufnahme wieder starten. Ja, unpraktisch. Ja, ich glaube, wir starten gleich einfach nochmal eine neue Aufnahme, wenn sich's wieder beruhigt hat hier. Ah, ja, Skype hat sich beruhigt. Ach so, nee, ja, gut, okay. Ich dachte gerade, ich starte jetzt eine neue Aufnahme, aber nein, scheinbar nicht. Ich sehe gerade, wir haben irgendwie 8 Warp-Points hier oder so, gefühlt. Ja. Heißt, wir müssen wahrscheinlich uns durch jedes einzelne Ding snatcheln und dann... Ja, hier kommt erster. So. Yay. Und ich hoffe, Skype verlässt uns nicht wieder. Skype. So, lass uns einfach durchrennen. Ach so, stimmt, ja. Nee, geht gar nicht, man kann hier nicht durchrennen. Doch, hier ist ein Ventil. Ach, da ist ein Ventil? Wow, da ist ein Ventil. Cool. Oh, guck alle mal, hier ist irgendwas. Vielleicht kriege ich jetzt noch mein Level Up hier durch. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich spawne mal meine Gegner, also meine Leute. Ja, okay. Ich spawne meine Gegner! Ich spawne auch meine Gegner. Ja, finde ich schön. Läuft auf jeden Fall ganz gut. Ich frage mich gerade, was wir eigentlich gerade machen. Auch, geht's hier hinten einfach weiter, sag mal? Ja, es geht, wir müssen einfach, glaube ich, nur alle Ventile öffnen. Ach so, ja, okay. Dann haben wir's. Ach so, du hast das Ventil geöffnet? Ja. So, na dann. Ist hier irgendwas? Ja, hier ist noch so ein Ding. Ist Gold. Ja, und hier ist noch so ein Ding. Die gibt's überall hier. So, und du musst einfach Ventile öffnen. Zum Ende rennen, ja, schade. Alle? Oder was? Aua, aua, aua. Ja, das Problem ist, erst wenn wir den besiegt haben, kommst du da durch. So, das ist ja gemein. Ich dachte, es wäre einfach nur eine Verarsche. So. Und die gehen erst an, wenn man das Ventil geöffnet hat. Und dann muss man die besiegen und dann kommt man durch. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich das. Jetzt sagst du es mir ganz ausführlich erklärt. Obwohl, nee, es ist offen. Es ist offen, es ist offen, es okay, ist gut, offen. Dann Pazifist und so. The Pacifist. Aha, Ventil. Ich brauche ein Ventil für meinen Ärger. Okay, ah, da geht ja gerade die... Da geht gerade die Brücke hoch. Da geht gerade die Brücke hoch, genau. So, und wir durch. Gehen einfach durch. Genau. Ja. Was gibt's jetzt hier? Ach ja, okay, das war das Ende. Dann müsste doch jetzt hinten mittlerweile das Ding... Ja. Ah ja, guck mal. Unnötig. Oh mein Gott, und wir sind beim Boss, würde ich sagen. Ja, der Alchemist. Beim letzten? Ja, ja. Oh, Lucky Lucky, da ist er ja. Das ist ein Alchemist? Der sieht überhaupt nicht wie ein Alchemist aus. Finster! Ja, der finstere Alchemist. Oh, er ist so finster. Und er ist so schwach. Muss ich ja mal sagen. Ja, komm hier, ich spawn mal meine Bots. Ich besieg dir jetzt nicht alleine. Ich lass jetzt meine Bots den kämpfen, einfach. Den bekämpfen. Okay. Guck mal. Hä? Was soll denn das? Ich fühle mich verarscht. Wir sind aber unterlevelt. Der ist ein Level höher als wir. Level? Oh ja, oh mein Gott. Der ist 2 Level höher als ich, ne? Oh. Ja, finde ich schön. Ich frage mich trotzdem, wieso es so einfach ist. Guck mal. Weil wir zu zweit sind. Tschüss. Was macht er jetzt? Nächste Phase? Ja, anscheinend schon, weil wir können jetzt weiter. So, finde ich gut. Ja. Hallo, guten Tag. Mir so egal. Hallo, hallo, hallo. 9-0, so. Ja, ich sollte auch mal raus aus so einen Sachen gehen. Du solltest mal deinen komischen Typen gleich wieder spawnen, wenn's geht. Ja, geht aber nicht, weil ich keinen Mana... Hallo. Okay, jetzt. Ja, und da ist er noch im Cooldown. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch gespawnt habe. Meinen komischen Schildtypen, glaube ich, habe ich gerade gespawnt. Der mir die Schilde gibt, irgendwie sowas. Das ist noch im Cooldown. Komm, noch 13 Sekunden. Ach komm. Ja, wird schon. Ja, genau, das wird schon. Ja, komm, stunnen wir ihn mal. Ich spare mir den für die nächste Phase auf. Verdammt, ich kann den nicht stunnen. Ist ja gemein. Dupdi-dupdi-du. Was für eine Klickorgie, verdammt. Ich klick noch nicht mal, ich halte nur die rechte Maustaste gedrückt. Achso, ich mache eine Klickorgie. Ich möchte ja den Mut des Kampfes einfangen. Und da ist er nicht. Da. So. Okay, und jetzt